Den Tagen Raumfahrt das erste Mal auf sie. Sie legten damals eine unserer Kolonien in Schutt und Asche. Alle bisherigen Kommunikationsversuche schlugen fehl. Wir bekämpfen sie jetzt schon seit Jahrhunderten. Okay. Ihre Zahl ist inzwischen sehr klein geworden, aber auch das restliche Leben in der Galaxie ist praktisch verschwunden. Sie fielen über jede Art von Leben her. Okay, das sieht so aus, als würde irgendwie die Allianz auf diesem Typen aufgebaut und so. Keine Ahnung. Aus diesem Grund holen wir so viele Lebewesen wie von gefährdeten Planeten wie möglich und siedeln sie auf gefestigten Planeten an. Doch bisher konnten wir gerade einmal 3 solcher Planeten besiedeln. Entweder kamen wir zu spät oder unsere Evakuierungsschiffe wurden zerstört. Das ist schrecklich. Sie sagen, dieses Symbol steht für die Allianz? Gab es in der Allianz vielleicht ein ähnliches Programm? Es gab einmal das Richterprogramm. Das Ziel war die Entwicklung eines automatischen Verteidigungsschiffes, um den Kriegsfällen keiner Leben zu verschwinden. Aber es wurde bereits für meinen Eintritt in die Allianz eingestellt. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass die Allianz ein solches Programm entwickelt hätte. Es muss etwas Gravierendes geschehen sein. Wieso haben sie unseren Planeten evakuiert? Was ist mit ihm passiert? Sie wollen wissen, was passiert ist. Ich werde es Ihnen zeigen. Leutnant? Sir! Okay. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Records. Okay. Was ist das jetzt? Das ist doch unser Planet, das, oder? Auf dem wir gerade sind. Ein Raumschiff. Ein anderes Raumschiff. Warte. Bildstörung. Was? Wow! Wow. Oh oh. Wow, warte. Das ist euer Ernst. Der Planet ist explodiert. Nicht euer Ernst. Ja, Rem. Nein, das. Das kann nicht sein. Furchtbar. Wie viele Bewohner konnten sie evakuieren? Die Zeit war so knapp. Wir konnten nur die Dörfer Kandis, Tabris und Nortana evakuieren. Mutter. Unser Dorf. Unsere Freunde. Och nein. Captain. Unsere Reise in ihre neue Heimat dauert leider einige Jahre. Aus diesem Grund werden wir eine Kälteschlaftechnik anwenden. Super. Toll. Leute, das entwickelt sich zu ziemlich scheißen Sachen, muss ich sagen. Kälteschlaf. Wie sich mein Leben wohl diesmal ändert. Bestimmt nicht gut. Piep. Speichern? Ja klar, speichern. Okay. Wie viel Zeit haben wir noch? 10 von 9. Aber noch ein bisschen Zeit. Oder. Was ist denn jetzt passiert? Hallo? Was ist passiert? Das wurden wir schon wieder angegriffen, oder was? Ja, das hat mir Spaß vor Augen. Es ist nicht gut. Aber dann gibt's da auch den Tempel von Anishan nicht mehr, oder was? Alles in Ordnung. Wenn der Planet im Arsch ist. Mir ist etwas schwindelig. Das ist die Nachwirkung des Kälteschlafs. Das ist aber gleich wieder vorbei. Überall liegt Schrott und alles ist von einer dicken Staubschicht überzogen. Irgendetwas muss passiert sein. Wir sollten uns etwas umsehen. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, Leute. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Noch schlechter als vorhin. Das Raumschiff ist doch Schrott. Vollkommen Schrott. Was ist das? Vorräte, die wahrscheinlich im Arsch sind. Funktioniert nicht mehr. Und
Ja, die B-Deck ist noch klar. Ist noch da, klar. Wollte ich sagen, ich ist noch klar. Schon wieder ein B-Deckel. Hä? Warum liegen hier so viele B-Deckel rum? Na egal. Ja, das ganze Raum schließt sich ziemlich für den Arsch aus, würde ich mal meinen. Aber sowas von. Oha! Warum ist das jetzt eine Höhle? Oh je, das sieht übel aus. Ach du Scheiße! Was ist das? Sieht aus wie ein abgeschätztes Raumschiff. Wo sind wir bloß gelandet? Das wüsste ich auch gerne. Puh. Ah, alter Film wieder. Rings um unseren Abschluss, unsere Abschlussstelle gab es eine Wüste. Wohin sollten wir gehen? Was sollten wir tun? Im Wrack waren genug Vorräte für einige Monate. Also beschlossen wir vorerst beim Wrack zu bleiben und uns zu akklimatisieren. Ein paar Wochen bevor uns die Vorräte ausgingen, fassten wir den Entschluss, durch die Wüste zu wandern. Wir mussten dringend in eine fruchtbarere Gegend kommen. Sonst würden wir binnen eines Monats verhungern. Ach. Wie sich das Spiel entwickelt, das ist ziemlich seltsam. Also gut. Hat jeder genug Vorräte eingepackt? Ja. Ja, ja. Na schön. Die Küste haben wir schon zu Genüge abgesucht. Am besten gehen wir diesmal direkt durch die Wüste. Ich glaube, ich spreche erstmal ab, um mir das im Schluss machen heute. Die schwule Katze hat uns verfolgt. Sie ist auch aus das Raumschiff gekommen. Wieso? Wieso, wenn ich auf Nein klicke? Da kommt der Katzensound, warum auch immer. Na egal. Ja, wir sehen uns das nächste Mal bei Tri immer noch die Währung. Das nächste Mal bei Let's Play Mondschein. Auf Wiedersehen.